vom Körper das Handy weghalten mit Freisprecheinrichtung oder mit den Stöpseln. Und ich sollte im Auto nicht telefonieren. Wie viele Leute ich noch sehe, die mit dem Handy im Auto telefonieren, sind auch noch genug. Ich soll es nicht im Keller verwenden und ich soll immer wieder offline gehen und Pause machen, nicht zu viele Apps verwenden. Also es sind lauter Dinge, die kein Mensch tut. Ja? Und deshalb, wenn hier von der Ärztekammer, und das ist wirklich ein konservativer Verein, ja, wenn die schon Warnungen ausgeben, dann muss irgendwas dran sein. Ja? Weil wenn es Mobilfunker fragen, da ist nichts dran und 5G ist sowieso auch nicht gefährlich. Das ist genau im Mikrowellenbereich. In jedem anderen Bereich muss man tausende Studien bringen, ob es nicht gefährlich ist. Mobilfunk darf einfach alles errichten und machen. Und da wird nicht überprüft, ist das schädlich, das wird einfach gemacht. Und ja, so viel zum Jammern. Aber es muss kurz gesagt sein, und es gibt ja Lösungen, was man tun kann. Sehr wohl ist es richtig, möglichst wenig Handy verwenden, Abstand einhalten. Also, wenn man diese Stöpsel hat, das ist alles richtig. Ja. Mit der Entfernung nimmt jede Strahlung ab, aber es lässt sich einfach nicht vermeiden. Unser moderner Lebensstil ist einfach mit diesen Handys, ja, habe ich selber eins und bin auch, ja, Technikbegeisterte, ich brauche auch oft ein neues Handy. Also man kann das eigentlich fast nicht verhindern. Ja. Man kann sich dem schwer entziehen. Ja. Es gibt schon nur Hardcore, die nur die Wählscheibe haben, aber da gibt es nicht viele. Gut. Aber wir haben da Lösungen dafür und eines dieser, also wir haben drei Lösungen dafür. Und das erste wäre direkt die Strahlung am Handy zu neutralisieren. Was heißt neutralisieren? Wir können die Strahlung an sich nicht neutralisieren, ja, weil ohne Strahlung telefoniert das Handy nicht, weil sonst kann ich keine Signale übertragen. Also wer sagt, er kann die Handystrahlung abstellen oder neutralisieren, das ist absoluter Schwachsinn. Ja. Ohne dieser Strahlung funktioniert es einfach nicht. Was man sehr wohl tun kann, und da setzen wir an, die Wechselbeziehung dieser Strahlung auf die menschliche Zelle. Jede Zelle hat ein elektromagnetisches Feld und quasi mit diesem künstlichen Feld kann ich die Zelle durcheinander bringen. Und durcheinander gebrachte Zelle, die mutiert dann zu den Dingen, was wir nicht wollen. Ja? Also solche verirrten oder verwirrten Zellen, das artet dann oft in Krebs aus, ja? Dass die unkontrolliert sich entwickeln. Und wir schauen, dass wir die Wechselbeziehung zum Menschen da reduzieren. Und da können wir uns mal ein Bild anschauen, wie das ausschaut. Hier sehen wir ein elektrisches Feld vom Menschen. Man nennt das auch Aura-Aufnahme. Aura ist das elektrische Feld vom Menschen. Und das sieht man die Frau telefonieren. Also das Handy sieht man jetzt nicht am Ohr, aber die hat das Handy am Ohr. Man sieht hier ein Loch im Feld drinnen. Das ist ganz schlecht. Ja. Und dann telefoniert sie wieder, aber mit uns drauf. Und man sieht, es ist kein Loch mehr da. Außerdem sieht man hier, dass die Farben ganz anders sind vom elektrischen Feld vom Menschen. Das heißt, wir haben die Wechselbeziehung zum Feld entsprechend abgekoppelt. Und damit hat es hier keine negative Auswirkungen mehr auf das menschliche Feld. Nebeneffekt, was wir heute auch noch haben, ist, dass unser Teil länger hält. Ja, das passt jetzt in das Thema von Harald rein, längere Akkulaufzeiten. So, man sieht hier blaue Kurve und eine rote Kurve und mit dem Aufkleber drauf haben wir so 12% mehr Handylaufzeit. Ja. Und bei den Jugendlichen sehr wichtige Sache, habe ich festgestellt. Ja. Da unterscheiden wir uns ein bisschen von anderen. Ja, es gibt tausende Handy-Aufkleber. Ja. Man kann aber die Qualität ein bisschen überprüfen, indem man so einen einfachen kinesiologischen Test macht. Und das hat der Harald ja gemacht hier mit einem gut gebauten Menschen, der hat eine Hantel gehalten und das Handy.
und dann normales Handy und mit Aufkleber und das Video kann sich jeder selber noch anschauen. Man sieht eindeutig einen Unterschied, dass mehr Kraft vorhanden ist. Ja. So kann man auch ein bisschen die Qualität dieser Aufkleber beurteilen. Und ich habe jetzt noch keinen anderen gesehen, ein bisschen Eigenwerbung, der kinesiologisch so gut gehalten hat wie jetzt der BE Akkubauer. Ja, was haben wir noch? Wir haben dann diese Pyramide, weil es ist ja dann die Anfrage gekommen von Kunden, was kann ich in Räumen tun? Ja, es gibt ja so viele Geräte, die jetzt Strahlung haben. Das ist der Router, dann habe ich ein Decktelefon, die PC-Strahlen, weil da habe ich WLAN-Antenne drauf und also Bluetooth-Lautsprecher und so weiter. Also ich habe eigentlich viel Strahlungsleistung, wo ich teilweise gar nichts davon weiß, dass das auch irgendeine Strahlung ist. Ja. Bluetooth-Strahlung, ja, ist auch eine Strahlung. Und mit dieser Pyramide machen wir eigentlich das Gleiche wie mit dem Handyaufkleber. Wir haben hier auch eine Messung gemacht, wo wir wieder Belastung gegeben haben am menschlichen Körper. Belastung war Telefon. Dann haben wir die Pyramide im Raum aufgestellt und man sieht hier gleich die Veränderung. Ja. Also das Gelbe ist so ein bisschen der Schutzmantel, der elektrische Schutzmantel, der wird hier zerstört. Und wenn die Pyramide im Raum ist, dann ist der komplett da und wieder die Wechselbeziehung dieser Strahlung auf den Körper wird abgeschirmt. Ja, so eine Pyramide wirkt auf 4x4 Meter, also 60 Quadratmeter. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat gesagt, der hat ein Büro von 200 Quadratmeter, da braucht er tausende Pyramiden. Sag ich, wo sitzen Sie im Büro? Also sein Büro war 200 Quadratmeter groß, nur für ihn alleine. Ne? Ja. Dann sagt er, ja, an seinem Schreibtisch. Ne? Sage ich, dort, wo sie sich hauptsächlich aufhalten, wenn das der Schreibtisch ist, natürlich dort, dann braucht es nur in dem Bereich sein, wo man ist. Ja. Und, ja, und wenn man schon in ein anderes Zimmer geht, zum Beispiel sagt, im Schlafzimmer will man nicht eine weitere Pyramide leisten, dann nimm ihn halt mit. Ja. Die Pyramide hat 5x5 cm und eine Höhe von 4 cm. Also das kann man fast in die Hosentasche stecken. Und dann stellt man das halt dort auf, wo man sich aufhält. Wirkt natürlich auch Pflanzen und Tiere, also da haben wir ganze Räume damit abgedeckt. Okay. Ja, und das Dritte, da haben wir uns lang überreden lassen von unseren Kunden, dass man sagt, irgendwas am Körper. Ja. Also wenn man Umfrage macht, was man da machen soll, vom Amulett bis was nicht was, es gibt Fußfessel, man kriegt 1000 verschiedene Auskünfte. Und wie das ausschauen sollte, also wir haben jetzt einfach hier so ein Armband genommen. Frauen haben wir schon gesagt, das schaut grauslich aus, das ist ein Männerarmband. Und habe ich gesagt, kann man am Fuß tragen, das sieht keiner. Und ja, also man findet da nie die optimale Lösung. Und jetzt haben wir halt zu dieser Lösung gekommen, dass das so ein Armband ist, das auch direkt die Auswirkung hat, dass der Körper geschützt ist. Da kann man zwei so Glieder raustun. Also damit kann man hier verschiedene Durchmesser abdecken. Ja, da muss man ein bisschen geschickt sein bei dem Rausgeben. Also ich habe es hingebracht und ich bin nicht der Geschickteste, aber es ist möglich. Und dieses Armband schützt dann den Träger entsprechend wie die Pyramide oder der Aufkleber und ist halt die Lösung, die man immer mit dabei hat. Ja, damit haben wir Übersicht, welche Möglichkeiten man hat, um dem Elektrosmog beizukommen. Wieder immer wichtiger, wenn die Mobilfunker immer mit höheren Frequenzen rangehen. Jetzt kommen wir eben in das Mikrowellenbereich rein. Und daher das Thema wird immer wichtiger. Ja, danke, das war's von meiner Seite. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Also Herbert, du hast jetzt drei Produkte hast jetzt vorgestellt, dass man etwas gegen diese Strahlung machen muss. Das ist ja ganz selbstverständlich. Wenn man die Clusterbildung zum Beispiel vom Blut her nimmt, dann ist das ja ein schönes Cluster, wenn man nicht telefoniert. Man hat Versuche gemacht, man haltet das Handy zum Ohr hin, nimmt man Tropfen dann vom Ohr heraus, ein Bluttropfen, und das Blut hat sich innerhalb von kürzester Zeit verändert.
die Clusterbildung ist klotzig und träge. Das heißt, man muss heutzutage irgendetwas machen, um dieser ganzen Gefahr, die da jetzt auf die Menschheit hinkommt, was dagegen zu tun. Was würdest du jetzt sofort empfehlen von diesen drei Produkten, dass man das unumgänglich sich zulegt? Also für Kinder würde ich sowieso diesen Alkopar-Aufkleber empfehlen. Ja, die sind da mit den Handys unterwegs. Das ist preislich, das liegen so knapp unter 30 Euro, also das ist keine Weltinvestition. Mhm. Ja. Und zu Hause dann halt die Pyramiden räumen. Ja. Was man zusätzlich noch machen kann, das haben wir jetzt nicht besprochen, das ist, wir haben eine Bauermatte oder Bauerpflaster, wo man den Körper entgiftet. Das heißt, auch wenn man hier mal so mal strahlengeschädigt ist, dann kann man sich dort wieder regenerieren. Ja, das wäre eigentlich das vierte Produkt, was da reinpassen würde. Und weil hier kann man halt wieder den Körper, sagen wir, auf das richtige energetische Niveau bringen, wenn man mal zu viel Dosis abbekommen hat. Und diese drei Produkte eignen sich also sehr gut, um wirklich da rundherum versorgt zu sein. So eine Frage noch, weil das 5G natürlich jetzt, man hört ständig davon. Wie siehst du das Ganze? Wie ist deine Meinung dazu? Ja gut, wie ich schon gesagt habe, jeder kennt die Mikrowelle. Ja? Und es ist eine Studie aus Frankreich bekannt, dass 30 Jahre Mikrowellenessen auch krebserregend ist. Das heißt, das haben wir irgendwann festgestellt und es ist ein Trend, auf einmal sind die Mikrowellen gar nicht mehr so beliebt gewesen. Da haben wir jetzt mit den Dampfgaren weitergetan, ja, mhm. weil es eben diese Studien gibt. Ja, darum würde ich auch nicht empfehlen, Kinder das Flascherl aufzuwärmen in der Mikrowelle. Im Prinzip schießt man die Kerne, die Zellkerne damit. Ja, und die gleiche Strahlung haben wir jetzt auch beim Handy. Das heißt, es ist zwar viel schwächer, ja, aber in der gleichen Frequenz und lange Einwirkung ist sicher nicht gut für den Körper. Je höher wir in die Frequenz kommen, umso größer, sagen wir, ist der Impact für den Körper, weil es gibt russische Heilfrequenzen genau in dem Bereich auch, ja, aber es macht immer die Dosis aus. Ja. Wenn ich bisschen Arsen esse, dann kann es sein, dass es mir besser geht. Wenn ich jetzt viel Arsen esse, dann geht es mir nicht mehr so gut. Ja. Und so sehe ich das auch bei dem 5G. Wenn wir sehr viel bestrahlt werden, dann ist das sicher wieder eine stärkere Stufe als das 4G und 3G geworden. Ja. Mhm. Ich habe jetzt die Bilder nicht hergezeigt. Ich habe auch schon mal 2G-Bilder hergezeigt, wo man da Mutationen sieht an Tieren. Ja. Missbildungen bei Schweinen direkt unter dem Masten oder wo man sieht, dass Bäume in Nähe von Sendemasten einfach kaputt gehen. Ja, das wird sich hier noch häufen und die Auswirkungen sind halt dann immer erst Jahre später, ja, weil die Einwirkzeit natürlich was ausmacht. Ja, man weiß ja auch, wenn man zum Beispiel Wasser in dieses Mikrowelle reintut und mit dem Wasser dann die Pflanzen gießt, dann sind die Pflanzen dementsprechend bald kaputt. Und wenn man jetzt ständig ausgesetzt ist, speziell in jungen Jahren, dieser Strahlung, dann kann man sich vorstellen, wie das auf den Körper wirkt. Die Ärztekammer hat das ganz klar festgestellt und das ist schon fast 10 Jahre alt. Ja. Ja. Die Strahlung ist aber immer schlimmer geworden. Ja. Genau. Aber einen Jugendlichen ausreden, ein Handy erst ab 16 zu nehmen, das... Ja, das ist gut. Dann sitze ich in der Klasse allein drinnen, ohne Schüler. Ja. Super, lieber Herbert, danke. Ich lausche immer gern deinen Ausführungen. Es ist einfach faszinierend, was man machen kann, wenn man wirklich dieser Umwelt ausgesetzt ist, die wir eigentlich gar nicht, eigentlich wir selber nicht verursachen, sondern es wird ja verursacht. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz, ganz herzlich und auf den nächsten Gast von uns, auf den Franz Hageneder. Ihr wisst ja, wir suchen immer Menschen, die der Community beitreten, die einfach am Puls der Zeit leben wollen und schauen und mithelfen wollen, dass Familien
autark werden, dass sie ihre Ausgaben in den Griff kriegen und vielleicht die Grundversorgung komplett umsonst haben. Und deswegen haben wir unseren Herrn Hageneder angerufen und gefragt, lieber Franz, bist du irgendwie bereit, dass du erzählst, warum du zu Blass vorgekommen bist? Und diese Aussage, die er dann uns geschrieben hat, ich glaube, die Trixi hat das reingepostet in dieses Blass vor aktiv, das spricht von einem wahren Herzen dafür. Und außerdem hat er gesagt, er hört gerne diese Ausführungen auch vom Herrn Ingenieur Renner. Die Produkte sind am Puls der Zeit, in tiefen Funkstrahlen, Umwelt, Energie, Wasser. Also die Produktvorstellung, lieber Franz, war heute, glaube ich, nur für dich. So ungefähr, ja. So ungefähr. Bitte, jo, erzähl uns. Hallo, grüß euch in die Runde. Wo bin ich her? Ich komme aus Grünau, Oberösterreich. Nee, Scharnstein. Zwischen Kirchdorf und Gmunden, die meisten werden Sie vielleicht kennen. Ja, dazu komme ich durch den Herrn Fritz Häubl, der was eigentlich meine Frau kennt durch Weihnachtsmärkte und so, weil das meine Frau gewesen mit Cremen und Seifen, die was verkauft hat, die was selber gemacht hat und selber noch macht. Und da ist er öfter vorbeigekommen, wieder eine gekauft und geholt, wer es selber braucht. Und da hat uns dann das Plasmatuch angepriesen. Und das hat dann halb Jahr dauert, dass man sich immer ein bisschen mehr anschaut und dann die Plast vor und halt auch die ganzen anderen Produkte und weil eben wirklich die Produkte aktuell sind, am Puls der Zeit, mit dem Spritverbrauch, einfach alles, habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und dann jetzt halt vor 3 Monaten, glaube ich, habe ich mich einkauft und angemeldet gleich einmal. Sehr gut. Ja, es ist ja heutzutage nicht mehr so einfach für eine Familie, mit den Ausgaben zurechtzukommen, mit dem Einkommen zurechtzukommen und sich wirklich dementsprechende Produkte leisten zu können. Deswegen finde ich das ja richtig gut, was du sagst. Man sollte diese Produkte schauen, dass man sie zur Verfügung hat. Und wenn es jetzt dann noch einen Versorgungskreislauf gibt, wo man ja die Ausgaben für diese Produkte retour bekommen könnte als Gutschrift oder sogar, dass alles bezahlt damit ist, dann ist es ja dementsprechend gut. Und die Menschen suchen jetzt immer mehr ein Zuhause, jemanden, der ihnen Hilfestellung gibt bei der Realisierung dieser Dinge. Und da hast du etwas ganz, ganz Wertvolles gesagt, dass du gerne in dieser Community bist. Warum? Damit man die Information ausgetragen. Das sind wichtige Informationen, über die kann man und muss man eigentlich reden und eigentlich ganz automatisch. Und dann sind schon ganz aktuelle Themen wie die Funkstrahlen, die Entgiftung, sind in meinem Umfeld aktuelle Themen. Genau. Abgasminimierung. Glauben, das war für mich, das muss ich selber probieren. Ich habe einen Full Save eingebaut, leider, oder weiß nicht, wie man sagen soll, ich habe ein neues Auto und da habe ich ihn eingebaut und jetzt habe ich leider keinen Vergleich, was er zuerst gebraucht hat. Jetzt fahre ich mit 5 Liter mit 150 PS. Wow! Und ich glaube, dass das schon funktioniert. Jetzt muss ich ihn schon gleich auszutun, damit ich einen Vergleich kriege. So einen Monat oder zwei. Ich fahre relativ viel, bin viel unterwegs, so im Jahr 40.000 Kilometer. Mhm. Was mich noch fasziniert ist, weil es gibt ja sehr, sehr viele Strukturvertriebe draußen. Und bei Strukturvertrieben geht es ja meistens darum, ein Produkt anzubieten und schauen, dass man so viel wie möglich Umsatz damit macht. Manchmal merkt man nicht, dass das ganz ehrlich ist, sondern eher ausgerichtet ist auf Geld, auf Geld, auf Geld. Da war eine Aussage von dir gewaltig. Gewaltig. Du hast gesagt, für dich ist es eine Selbstverständlichkeit, heute einen Teil dazu beizutragen, weil die ganze Blass-Vor-Familie einen gewaltig ehrlichen Eindruck macht und dadurch ist es für dich eine leichte Entscheidung, heute etwas zu sagen. Und das finde ich großartig von dir. Eben, wenn man sich die Meetings anschaut, was ich da habe, die Zoom-Meetings, die sind ja super Sache. Die will ich eigentlich nicht einmal versäumen. Da schaue ich mir, dass ich dabei bin, weil genau.
der Herr Behammer mit seinen Ausführungen und so, das ist wertvolle Sachen, da kann man sich ja selber ausrichten. Genau. So richtet man sich selber aus. Man kann sich ja entscheiden, wo man sein Umfeld, wo es sich genau. Hinzieht. Ja? Es geht also nicht nur darum, dass man auch einen Produktvorteil hat, sondern dass man auch seine Lebensphilosophie dementsprechend auf ein Fundament stellt, ja, das nutzbringend, Mehrwert, Nachhaltigkeit ist und nicht nur, dass man eben die Grundversorgung für sich hereinkriegt, sondern dass man auch für die Familie was macht, dass man Harmonie reinkriegt, dass man eine Wertschätzung reinkriegt, dass man dementsprechend mit in der Familie sich die Zukunft baut. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du ähnlich dieser Einstellung bist und dass du ein Teil dieser ganzen Community bist. Ich bin ja Vollfeld, glaube ich, ja. Super. Okay, dann lieber Franz, danke für deine kurzen Ausführungen. Du warst ein wesentlicher Beitrag heute. Und ich freue mich total auf den nächsten Punkt. Weil heute werden wir vom Herrn Beham etwas hören über Mut. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder jetzt diese Kraft aufbringt, diesen Mut aufbringt, rauszugehen, mit Menschen zu reden, ihnen einen Vorteil weiterzugeben, was ja nicht ganz leicht ist. Jeder hat Berührungsängste und jeder sucht den leichtesten Weg zum Erfolg zu kommen. Aber meistens fängt es bei sich selber an. Und da muss ich ja mal schauen, was kann ich dazu machen? Bin ich fähig? Bin ich zugerüstet? Bin ich ausgestattet? Bin ich mutvoll? Kann ich mit Mut in die Zukunft gehen? Lieber Günther, ich freue mich heute sehr auf deine Ausführungen. Bitte, lieber Günther. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Günther. Auch aus Oberösterreich. Also da haben wir heute zwei Beiträge aus Oberösterreich. Freut mich besonders. Ja, ich bin auch schon gespannt, um was da geht heute. Schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Mut ist natürlich eine spannende Geschichte. Und wir werden jetzt da mal den Bildschirm freigeben. So, ja, wir haben für heute dieses Thema Mut gewählt. Ja, Mut ist natürlich auch eine viel diskutierte, viel beschriebene Sache. Und ich möchte einfach auf dieses Thema mal ein bisschen eingehen, weil ich, also zum einen, wie du schon gesagt hast, Wolfgang, es braucht auch immer wieder diesen Mut, rauszugehen, Menschen anzusprechen, sich das zuzutrauen, sich der eigenen Fähigkeiten bewusst zu sein und so weiter. Und wir werden heute der Sache ein bisschen auf den Grund gehen, woher denn Mut auch wirklich kommt oder wie kann es überhaupt gelingen, diesen Mut in sich wachzurütteln oder sich doch innerlich zu stärken. Und etwas, was wir wahrscheinlich eh alle wollen, aber wo es wieder sozusagen einfach ein Bewusstsein braucht. Vor allem, dass das auch möglich ist, dass wir fähig sind, mit Mut, Weisheit und Verantwortung gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und ich gerade in letzter Zeit, man liest so viele Dinge, die ja, einen leicht entmutigen können. Nicht? Oder wo man oft wirklich ein bisschen resignieren könnte. Ich habe gerade letztens wieder, oder auch eigentlich heute, so einen Bericht gelesen, dass halt sehr viele Menschen jetzt depressiv werden und so weiter, weil sie einfach der Mut verlässt. Und ja, das war dann auch noch einmal für mich ein zusätzlicher Ansporn, dieses Thema heute da auch wirklich aufzugreifen. Ich glaube, das ist so wichtig, gerade auch in solchen Zeiten oder gerade wenn es um uns so turbulent ist, sich mit dieser Thematik ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Und Mut bedeutet für mich in erster Linie Eigenverantwortung.
Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wesentlicher, wichtiger Punkt. Wir Menschen sind halt so geprägt und da nehme ich mich in keinster Weise aus. Nicht? Wir neigen einfach dazu, die Verantwortung an andere zu delegieren. Nicht? Weil wir dann der Meinung sind, das macht das Leben ein bisschen leichter, wenn wir den anderen die Schuld geben. Nicht? Aber Mut bedeutet für mich eben in erster Linie diese Bereitschaft, wirklich die hundertprozentige Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Was im Prinzip ganz einfach ist, mit jedem Prozent an Verantwortung, die ich an andere delegiere, delegiere ich einen Teil meines Lebens. Das ist etwas, das sollten wir uns einmal wirklich bewusst machen. Und ja, werden viele sagen, ja, aber meine, der Kurz da in Wien, also der ist schon ein bisschen verantwortlich für mich und die Merkel in Deutschland und dann die ganzen EU-Politiker und so weiter. Naja, wenn du möchtest, dass die bestimmen, was in deinem Leben passiert, dann kannst du ihnen gerne Verantwortung delegieren. Also ich möchte mein Leben selbstbestimmt gestalten. Also ich möchte mein Leben nicht vom Kurz und auch nicht von der Merkel oder von wem auch immer bestimmen lassen. Ja, wir können natürlich im Außen nicht immer alles zu 100% verändern oder beeinflussen. Aber eines können wir immer tun, was diese Dinge im Außen mit uns da drinnen machen. Dies entscheiden zu 100% wir. Entweder indem wir das heute einfach über uns ergehen lassen, ist auch eine Entscheidung, oder indem wir uns innerlich immer mehr stärken und uns immer mehr klar machen, wie sehr wir fähig sind, die Verantwortung für unser Leben wahrzunehmen. In Wikipedia ist Mut so beschrieben, schauen wir das immer ganz gerne an, wie so allgemein diese Sachen beschrieben werden. Also Mut, auch Wagemut oder Beherztheit. Da ist Herz drinnen. Also wirklich so diese innere Kraft, diese innere Stärke bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, also gerade auch mit diesen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, nicht? Wenn wir von autarken Lösungen sprechen, wenn wir von persönlicher Entwicklung sprechen, wenn wir von der Entfaltung von Familien sprechen, wenn wir darüber sprechen, Versorgungskreisläufe zu gestalten und so weiter. Da braucht es einfach Beherztheit. Da muss das Herz ein bisschen brennen dafür. Da muss eine innere Entschieden und Entschlossenheit geben, beziehungsweise auch dieses Bewusstsein, dieses Vertrauen, man traut sich das zu, dass wir fähig sind. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Mut heißt auch, voll und ganz zu sich zu stehen. Und das ist, glaube ich, das Kernthema schlechthin, wo wir uns sozusagen die Grundlage für Mut auch verschaffen können. Je mehr wir erkennen, ich bin wertvoll, weil ich bin und auch wie ich bin. Also wenn ich auf einmal immer mehr erkenne, wie einzigartig und wunderbar Gott mich geschaffen hat, wie sehr ich mit Fähigkeiten und Gaben ausgestattet bin, wie sehr ich fähig bin, meiner Lebensaufgabe gerecht zu werden. Und mit diesem Thema, da könnte man alleine mehrere Abende füllen, aber da wird sicher auch noch in Folge entsprechende Angebote geben, Wo der Einzelne das für sich auch immer mehr entdecken kann. Und das ist eben das Wunderbare, was ich immer wieder feststelle,
das eigentlich eh jeder weiß. Nur es ist uns halt zu wenig bewusst, beziehungsweise wurden wir ja nie darauf hingewiesen. Und vor allem überhaupt einmal dieses Bewusstsein, dass jeder aus einem bestimmten Grund auf dieser Welt ist und mit so einer Lebensaufgabe betraut ist. Also Gott traut dir zu, dass du auf dieser Welt was erledigst. Jetzt geht es nur mehr noch darum, dass wir uns das auch zutrauen. Und das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Punkt, der uns auch innerlich sehr stärkt. Ich entscheide mich bewusst dafür, mich selbst an die erste Stelle zu stellen. Wir haben immer gelernt, ja, Nächsten, du musst dich in Nächstenliebe üben, du musst schauen, dass du für die anderen was bewirkst und machst und tust und immer für die anderen, für die anderen, für die anderen. Wir sind immer im Außen. Und in der Regel vergessen wir dabei uns selbst komplett. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also sag dir das einmal so richtig bewusst. Stell dich vor dem Spiegel und sag einmal wirklich zu dir, so ganz vom Herzen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich liebe mich. Stell dir mal wirklich vor den Spiegel und schau mal, wie leicht dir das von den Lippen kommt oder eben noch nicht. Weil dann dürfen wir da in unserer Entscheidung uns noch wesentlich festigen, uns an die erste Stelle zu stellen. Und jetzt werden viele sagen, ja, ich bin kein Egoist, ich werde mich nicht an die erste Stelle stellen. Das ist ganz einfach. Ich weiß, nur wenn ich meine Potenziale zur vollen Entfaltung bringe, wird der volle Nutzen und Segen, den ich fähig bin zu geben, sichtbar und verfügbar. Also das heißt, wir stellen uns ja nicht an die erste Stelle, wenn wir totale Egoisten sind. Nein, wir wissen nur, wenn wir uns an die erste Stelle stellen, wenn wir alles tun, damit wir so richtig aufblühen, nicht? Dass wir so richtig zur Entfaltung kommen, dann kann von uns dieser gigantische Nutzen und Segen ausgehen, den wir fähig sind, für andere zu erbringen. Für uns selbst, aber auch für unser gesamtes Umfeld. Also das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Nein, das ist eine hohe Form von Liebe. Nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das heißt, ich lerne, mich selbst anzunehmen, mich wertzuschätzen, mich zu lieben, ne? Damit ich das dann auch im vollen Umfang für meine Mitmenschen tun kann. Da ist es einfach so ein wichtiger Punkt, sich wirklich ganz bewusst für sich selbst zu entscheiden. Und dann klärt sich auch immer mehr dieser Punkt, von dem wir jetzt noch sprechen. Wir sind keine Opfer, wir sind Gestalter. Und speziell Green Family in Verbindung mit Platz 4 ist eine Familie von Gestaltern. Menschen, die mit Mut, Weisheit und Verantwortung miteinander die Zukunft gestalten. Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, diese Vision so richtig zur Entfaltung zu bringen. Und das kann nicht ein sein, ne? Das können wir nur alle miteinander. Im Bewusstsein meiner Schöpferkraft bin ich bereit, meinen Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen zu erbringen. Und genau darum geht es. Und das bin ich eben nur, wenn ich zuerst lerne, mich wirklich an die erste Stelle zu stellen, mich zur vollen Entfaltung zu bringen, dann bin ich auch fähig, meinen Beitrag zu erbringen. Bruce Lipton beschreibt es in seinem Buch Die Intelligenz der Zelle so gut. Unser Körper funktioniert so gut wie die Summe der Zellen. Und jede Zelle weiß, wozu sie da ist, was ihre Aufgabe ist im Körper. Die Herzzelle weiß, dass sie Herzzelle ist, die Gehirnzelle weiß, dass sie Gehirnzelle ist und so weiter. Und der Organismus Menschheit, schreibt Bruce Lipton, ist deswegen so schwach, weil so viele nicht wissen, wozu sie da sind. Weil so viele diese gigantische Fähigkeit in sich noch nicht entdeckt haben. Und daher ihrer
Aufgabe noch nicht gerecht sind, beziehungsweise sich selbst sozusagen noch nicht wirklich befähigt haben, ihren Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen wirklich zu erbringen. Wo jeder voll und ganz mit diesem Potenzial, das braucht, um unseren Schöpfungsauftrag zu erfüllen, ausgestattet ist. Ja, also Menschen, die ihren Platz im Leben gefunden haben und ihren ureigenen Auftrag Gottes leben und deren Potenziale zur vollen Entfaltung gekommen sind, werden die Zukunft dieses Planeten gestalten. Da bin ich mir sowas von sicher. Also diese ganze Situation, die wir jetzt erleben, die kann ja nur sozusagen deswegen stattfinden, weil eben das, was hier steht, eben bisher zu wenig stattgefunden hat. Wären die Menschen alle an ihrem Platz, nicht? Erstens einmal, dann würde dieses gegenseitige Ellbogen schieben und Sessel sägen und was auch immer aufhören. Weil wenn ich weiß, ich bin auf meinem Platz, dann will ich auch nicht mehr den Platz eines anderen einnehmen. Also ich will zum Beispiel nicht mehr auf die Idee kommen, mich irgendwo anders hineinzudrängen. Ich weiß, Werte von Leben und alles, was damit verbunden ist, ist meine Berufung, das ist meine Lebensaufgabe. Und da immer wieder diese Frage: Warum um Gottes Willen bin ich auf dieser Welt? Das musst du einen Grund haben. Man hört das so oft, es gibt keinen Zufall. Also wenn es keinen Zufall gibt, dann bist du auch nicht zufällig auf dieser Welt. Es ist dir vielleicht schon vieles zugefallen auf dieser Welt, aber du bist sicher nicht zufällig auf dieser Welt. Alleine, dass du da bist, ist Beweis genug, dass du gewollt bist, bist und dass es für dich eine Aufgabe gibt. Und da ist eben wieder diese Entscheidung, ich bin bereit, mich der Verantwortung, die mit der Antwort auf diese Frage verbunden ist, zu stellen. Und in der Verantwortung steht die Antwort drinnen. Du bist die Antwort für die Probleme anderer Menschen. Und wir sollten nur dort Verantwortung übernehmen, wo wir Antwort haben, beziehungsweise wo wir Antwort sind, wo wir diese einzigartigen Gaben und Fähigkeiten haben. Weil dort können wir mit Leichtigkeit unwahrscheinlich viel bewirken. Ja, und dann geht es einfach nur darum, ich schaffe mir ein Umfeld. Und da ist auch unwahrscheinlich wichtig, mit welcher Information du dich fühlst. Also, was nimmst du an Informationen auf? Und so viele stopfen sich da jeden Tag und zurzeit ist es einfach eine Megakatastrophe, wenn einmal jeden Tag da diese ganzen Medienberichte, diese ganzen Social Media Hickhacks und alles reinziehe. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich das Gefühl habe, das macht sowieso alles keinen Sinn mehr. Nicht? Alle sind im Kampfmodus, die einen bekämpfen den Virus, die anderen bekämpfen die, die den Virus bekämpfen und alle kämpfen. Statt dass wir uns endlich einmal klar machen, wie sehr wir fähig sind, eine wunderbare Zukunft zu gestalten. Dass wir uns auf das wieder fokussieren, das was aufbaut, das was ermutigt, das was gestalterisch ist und nicht ständig auf das, was zerstörerisch ist. Angst zerstört immer. Also ich schaffe mir dieses Umfeld, wo meine Potenziale zur vollen Entfaltung kommen und wo ich in Eigenverantwortung mein Leben selbstbestimmt gestalten kann. Und da ist dieses Umfeld der Informationen so wichtig. Darum glaube ich, ist einfach der Donnerstag ein Pflichttermin, beziehungsweise ermutige viele andere Menschen noch. Schreib dir jetzt sofort auf, wen willst du für nächsten Donnerstag dabei haben, damit du da immer mehr Menschen auch um dich scharst, die mit dir gemeinsam diese Entwicklung machen, weil das einfach miteinander viel einfacher ist. Ja, und Green Family und Platz 4 bieten aus meiner Sicht wirklich ein außergewöhnlich gutes Umfeld, wo wir in voller Eigenverantwortung unser Leben gestalten können
und dadurch unseren Beitrag für das Gelingen des großen Ganzen erbringen. Und diese Information gelingen, das Gelingen schreibt man groß, gell? Das wollte ich euch nur sagen. Ne? Das ist ein Tippfehler drin. Ja, und das ist einfach das, was ich da mitgeben möchte. Geh mutig vorwärts. Mach dir bewusst, wie sehr du fähig bist. Finde heraus, was diese einzigartigen Gaben und Fähigkeiten in dir sind. Und schaff dir wirklich dieses Umfeld. Und benutze sozusagen das Umfeld der Green Family und von Blas Fuhr und dieser ganzen Produktfamilie, diese Empfehlungskette dafür, um dir dieses Umfeld zu schaffen. Okay, wünsche euch wieder eine kraftvolle Woche und ich freue mich, alle bald wieder zu sehen. Also, lieber Günther, danke für diese wirklich super Ausführungen. Es macht mich immer wirklich froh, wenn jemand auf dieses Thema immer wieder eingeht und das Ganze verstärkt. Weil wir wissen, dass es so wertvoll ist, jemanden seine Gaben und Talente vor Augen zu führen und sie fähig zu machen, dass sie die auch wirklich erkennen und auch wirklich dementsprechend umsetzen können. Weil wir werden versuchen, diese große Familie mit all diesen Punkten, die jetzt der Günther erzählt hat, zu leben. Wir werden versuchen, dass wir so viele wie möglich mitnehmen, die vielleicht ein bisschen zweifeln daran, dass sie es vielleicht nicht schaffen. Wir werden alles dazu tun, um die zu stärken, damit sie selber draufkommen, wie wertvoll sie sind, wie sie gebraucht werden, was sie für einen Ruf auf ihrem Leben haben, welche Berufung sie haben. Weil allein wenn ich mir den Herbert hernehme, den Herrn Renner, er lebt in seiner Berufung. Und wie dankbar können wir sein, dass er weiß, was er für eine Gabe hat, dass er diese Produkte herstellt, die er der Menschheit zur Verfügung stellt. Wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, ich setze mich nicht als Nummer eins, dann würde das so halb sein. Wir gehen durch hin, wir wollen doch vom Besten lernen. Wir wollen doch von dem, der das Herz wirklich am richtigen Fleck hat und das Produkt einzigartig herstellt. Wir wollen ja das Beste kriegen. Und dazu ist es notwendig, dass er weiß, was er tut und dass er berufen ist dafür. Und deswegen ist das eine Wahnsinnssache. Und wir werden alles machen, dass die Menschen draufkommen, dass die Umstände, die sie knechten, täglich knechten, dass das nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist das, wofür du auf dieser Welt bist. Nutzen zu bringen mit diesen Gaben und Talenten, die jeder Einzelne in die Wiege bekommen hat. Und dann wird er natürlich dementsprechend freudig auf den jeweiligen Tag zugehen und dementsprechend leben. Und ich glaube, die Trixi möchte auch noch was sagen. Ja, ich möchte mit dem nur anschließen. Danke heute an alle drei Sprecher. Es war wieder ein wunderbarer Donnerstag. Ich freue mich selbst immer darauf, weil es immer so spannend ist, einerseits Produkte kennenzulernen, andererseits neue Visionspartner kennenzulernen. Das finde ich überhaupt am spannendsten von allen, dass man sich ein bisschen kennenlernt, wer steckt hinter dem Gesicht oder hinter den Namen, wie ist diese Person. Und natürlich auch von dir, Günther, war das sehr interessant. Und ich muss den Wolfgang anschließen, also auch der Harald, du bist jetzt verschwunden, komm wieder ins Bild. Du bist auch einer derjenigen, der seine Vision lebt. Und mir merkt, wie sehr du aufgehst. Die Workshops, der erste steht ja vor der Tür und der zweite ist schon geplant. Vielleicht magst du zum Abschluss noch ein, zwei Wörter zum Workshop sagen und dann wünschen wir allen von meiner Seite jetzt wirklich eine schöne Woche und ich freue mich dann auch schon auf nächste Woche. Und wie gesagt, ladet Leute ein, und damit sie auch ebenfalls teilnehmen können an diesem wunderbaren Donnerstagabend. Es ist noch ein bisschen Zeit über, Harald, du darfst mehr als zwei Wörter sagen. Danke. Ja, gerne. Also es war ja wieder eine intensive Woche, aber zuerst einmal vielen Dank an die Sprecher, und vom Herbert habe ich heute das neue Video auch angeschaut, also was er da über das Thema Wasser da gemacht hat beim Vogt, ist sehr interessant, ich habe es ja in die Gruppe gepostet, also die Technologie, die wir da an der Hand haben,
das ist wirklich unglaublich. Also, dass man wirklich bis zu 96% Wasser sparen kann bei der Bewässerung in Gegenden, wo man extrem viel Wasser braucht, also so wie in Utah und so weiter, da gibt es ja auch Videos schon drüber auch, das ist wirklich unglaublich. Also viele haben ja noch gar nicht erkannt, was wir da bereits in der Hand haben. Über das müssen wir nochmal wirklich tagtäglich sprechen mit den Leuten. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, jetzt am vergangenen Wochenende, am Samstag in Lienz wieder mal auch einen Live-Vortrag zu halten. Also ich habe ja früher tausende Vorträge live gehalten und jetzt in letzter Zeit weniger, aber bin immer froh, wenn ich eingeladen werde. Und da bin ich nach Lienz eingeladen worden und nachdem ich eh in Salzburg war, hat sich's angeboten, dass ich dann über den Glockner drüber fahre und dann gleich über den nächsten Berg drüber, dann ist man gleich in Lienz. Und ich muss sagen, das war wirklich sensationell, weil es war ein Traumwetter. Also ich war schon oft am Glockner, also zumindest mit dem Auto, soweit man heute halt aufkommt, gell, also am Gipfelkreuz war ich noch nicht. Aber mein Auto war ich schon einige Male oben, aber was da für ein Verkehr war, das war unglaublich. Also ich habe noch nie so viele Autos gesehen, sogar Mopeds sind da drüber gefahren, zu Hunderten und so. Also man sieht, wenn die Leute weniger ins Ausland fahren, dann fahren sie bei uns halt mehr herum auf die Berge und so weiter. Also es hat durchaus andere, wahrscheinlich positive Effekte auch, weil natürlich viele jetzt das Geld halt da ausgeben, was sie früher halt im Ausland ausgeben haben, ja. Und was ich damit sagen wollte, ist natürlich, dass man das Geschäftliche, das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden kann, wenn man reist und hin und her fährt und wenn man Vorträge macht. Und ich hoffe, dass der Günther mich auch mal einladet, dass ich zu einem Vortrag kommen darf. Und dann vielleicht kommt sogar der Herbert dann auch mit, dann machen wir da wieder was, nicht? Also vielleicht so im Anfang September oder so. Und da freuen wir uns natürlich, weil diese Live-Veranstaltungen natürlich ganz anders sind als wie per Zoom, obwohl das natürlich auch eine klasse Geschichte ist. Ja. Und zum Workshop, also ich habe jetzt, wir haben jetzt viele, viele Teile schon bekommen. Alles ist noch nicht da, was wir brauchen, aber wir haben die schönen Gehäuse haben wir schon bekommen für die Powerbanks. Mal schauen, wie man das sieht. Also die schauen wirklich stylisch aus, also gibt es in weiß und in schwarz, gell, wahlweise mit Display. Und da kann ich kurz das Innenleben herzeigen, wie das ausschaut. Das habe ich da irgendwo schon hergerichtet. Ja, genau, da. Also man muss sich vorstellen, man kann aus diesen alten Laptop-Akkus oder Akkuschrauber-Akkus oder Zahnbürsten, die elektrischen oder die Zigaretten, diese elektrischen, die haben alle diese Akkus drin. Natürlich auch die Tesla, aber an Tesla erwischt man selten, dass man einen ausschlachten könnte, wo man die ganzen Batterien rauskriegt. Aber da sind die drinnen. Ja? Und also die Tests, die sind wirklich unglaublich, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Wochen. Also ich mache das seit einem Jahr, dass ich Akkus teste mit unserem System. Also bei mir laufen permanent, überall laufen bei mir die Systeme im Hintergrund und ich tue permanent die Batterien wechseln und refreshen, entladen und so weiter, damit man eben ganz viele Erfahrungswerte sammeln bis zum ersten Workshop. Ja. Und wir haben schon ganz viele Erfahrungswerte und wir haben halt eins gesehen, dass das schaut im Rohbereich schaut das dann so aus, wenn man die kriegt, ich habe heute bin ich spontan, weil ich gerade in der Gegend war, wir haben ja so eine Mülldeponie bei uns, gell? Und dann habe ich gedacht, ich schaue da mal vorbei und ich frage, ob sie würden für ein Forschungsprojekt, also für ein gemeinnütziges Forschungsprojekt, für das Plasmatec-Forschungsinstitut, ob sie da würden eine Akkus zur Verfügung stellen, die Leute wegschmeißen. Und der war ganz cool, der hat dann gesagt, ja, komm gleich mit und schau mal rein dort und da und da sind, ich schätze mal, so 20 dieser alten, also die hauen es dort in so Sand rein und so weiter, gell? Also die 20 habe ich da sicher rausbekommen. Ich habe aber letzte Woche schon eine Bestellung gemacht in Deutschland bei einem großen Schrotthändler, weil ich wollte mich darauf nicht verlassen, weil ich habe einfach noch zu wenig Material bekommen, gell? Das ist eigentlich schade, dass man dafür bezahlt, was andere wegschmeißen. Also die sind froh, wenn das einer mitnimmt. Man muss halt nur fragen und da würde ich euch halt auch bitten, hört euch ein bisschen um in eurem Umfeld oder wenn ihr so einen Bauhof in der Nähe habt,
alle geben es nicht her, haben wir auch schon festgestellt. Also einige, die haben da irgendwelche Deals mit irgendwem, keine Ahnung, die geben die nicht her. Aber der war ganz cool und hat gesagt, ja, kommst du halt in 2 Wochen wieder mal schauen und vielleicht haben wir wieder was und so. Und das werden wir auch beim Workshop machen. Wir werden zeigen, dass das, was die anderen wegschmeißen, dass da durchaus wertvolles Material drinnen ist, also sehr wertvolles. Das sind Zellen, die wir wieder auf Vordermann kriegen, die sind wie neu wieder oder sogar besser wie neu. Ja? Es gibt natürlich einige wenige, die sind dann, also ich habe da ein paar ausgesondert, habe ich da irgendwo in der Gegend, die physisch kaputt sind, ja, oder wo eben schon da Material ausgeflossen ist, die kannst du dann schmeißen, also die kannst du dann wegtun. Aber ich schätze mal, genaue Zahlen werden wir demnächst haben, so 90% kann man sicher retten. Das muss man sich mal vorstellen. Also von diesen ganzen Tonnen, die da jeden Tag da weggeworfen werden, die da im Müll landen oder beim Sondermüll, wenn wir da 90% retten könnten, ja, alle zusammen, nicht? Was das für ein Beitrag für die Umwelt wäre, und man hat dann also eine wunderbare Powerbank, also eine starke, und ich habe ja so viele so mobile Geräte, also ich kann Energie kann ich nie genug haben. Also bei mir sind dauernd irgendwo die Akkus auf der Grenze und da braucht man so eine Powerbank da und man kann das iPad laden, das Telefon laden, alle möglichen USB-Geräte damit laden und man kann damit dann auch Werbung machen, weil da kommt dann noch so ein Aufkleber drauf, ein schöner, und dann kann man sagen, ja, man hat das selber im wahrsten Sinne des Wortes hergestellt, ja, also selber erschaffen, ja, und das ist wirklich was Sinnvolles, schaut da sehr gut aus und da gibt es auch noch dann eine Überraschung dazu, was wir da noch einbauen werden für die Workshop-Teilnehmer. Und dann hat man wirklich etwas Gutes getan für die Umwelt, was normalerweise im Müll landet. Ja? Und wenn man sich jetzt das dann weiter vorstellt, jetzt stellt euch vor, ihr habt dann auch diesen Re-EMF-Charger, also dieses Gerät, wo ihr dann selber eure Zellen, eure Batterien, eure Akkus dann ein Leben lang wird revitalisieren können. Also ich sage, vielleicht muss man die eine und die andere Batterie noch dazu kaufen, aber wenn man 80-90% reduzieren kann, ja, und die weiterverwenden kann, dann hat man ja einen tollen Beitrag geleistet. Und das wollen wir auch im Netzwerk aufbauen, sodass es dann in ganz Österreich und vielleicht über die Grenzen hinaus, dann in Deutschland und in anderen Ländern, Stellen gibt, wo man dann einfach die Zellen abgeben kann und wo man wieder Refreshte holen kann. Ja? Und die da mitmachen, ja, die da wirklich teilnehmen und die so ein Gerät haben dann, die können dadurch auch wirklich etwas aufbauen, weil wir werden natürlich, da wir über das Plasmatec-Forschungsinstitut das abwickeln, gibt es natürlich dann auch Spesenersätze für jene, die sagen, okay, ich möchte mitmachen. Ich habe vielleicht ein bisschen einen Platz, wo man das machen kann. Die kriegen eine spezielle Einschulung dann für das. Und die können dann bei uns beworben werden als Annahme- und Abnahmestelle. Also das wird eine ganz klasse Geschichte werden und die Initialzündung ist sozusagen jetzt der erste Workshop am 29. und 30. August bei uns hier im Lavantal. Und einen einzigen Platz haben wir noch frei, aber nur deshalb, weil einer jetzt ausgefallen ist. Also der verschiebt jetzt aufs nächste Mal und das hat sich gestern ergeben, sonst wären wir eh schon ausgebucht. Also wir haben einen einzigen Platz haben wir noch, dann sind wir voll, weil wir haben nicht mehr als wie für 12 Plätze, mehr geht es ja nicht aus. Also wenn jemand sich noch kurzfristig entschließen möchte, kann er da natürlich noch daran teilnehmen. Ja, ja, also das war mein Abschluss, damit wir die Stunde voll haben, ja, und freue mich schon wieder auf das nächste Mal und bedanke mich für alle Teilnehmer und für alle Sprecher und ja, bis zum nächsten Mal dann.